gebe ja jeden Abend ein Video raus. Heute Abend wird es Tag 7 meiner Quarantäne sein. Und da möchte ich eigentlich vielen Bürgerinnen und Bürgern, und ich habe ja zum Teil bis zu 150.000 Aufrufe, möchte ich mitteilen, wie das Leben eines ganz normal infizierten Menschen ist. Und das ist eigentlich zwar lästig ist und unangenehm, so ein Virus zu haben, aber so wie es mir geht, ich bin ja nicht im Krankenhaus, sondern 97% aller Infizierten werden einen leichten bis mäßigen Verlauf haben. Ich möchte ein Stück Panik rausnehmen, denn die Menschen sind ja extrem verstört, viele Menschen. Die Aufklärung ist zwar da, aber sie dringt offensichtlich nicht durch. Und da ist so ein Video, und das bestätigen mir ganz viele Menschen, so ein Video wirklich eine Hilfe zu sehen, wie es einem Menschen geht, der infiziert ist. Dass der lachen kann, dass der Scherze machen kann, dass der drüber spricht, wie sein Kontakt mit dem Gesundheitsamt mal gut und mal weniger gut läuft. Und der deutlich macht, dass eigentlich das Leben nicht sehr beeinträchtigt ist. Also die allermeisten sagen danke, dass sie so offen und authentisch und so ehrlich zu ihrer Infizierung sprechen. Ein zweiter Teil sagt danke für die Hinweise, was das Thema Bildung, digitale Bildung, was das Thema Telemedizin, was das Thema Verbesserung der Prozesse in der Kommunikation betrifft. Dann gibt es einen dritten, sehr kleinen Teil, der sehr böse ist mit mir und so sagt, ja, Sie sind ja als Politiker schuld, dass unser Gesundheitssystem so miserabel ist und jetzt zahlen Sie den Preis dafür und wir zahlen den Preis für Ihre Versäumnisse. Und dann gibt es noch einen ganz kleinen Teil, da werden im Grunde Verschwörungstheorien ausgebreitet, zum Beispiel, dass das eine Attacke von China gegen die deutsche Wirtschaft sei, oder andere Theorien, dass das Coronavirus ja schon immer da sei und nur deswegen auffällt, wenn man es jetzt testet. Also all solche merkwürdigen Theorien, die wirklich eigentlich nicht helfen, die Sorge der Menschen zu mildern. Als mich die Parlamentsärztin anrief, war ich eigentlich schon durch meinen eigenen Körper vorgewarnt, denn ich hatte am späten Nachmittag des Tages zuvor Schweißausbrüche, Schwindel und konnte kaum noch richtig laufen. Das war eine Phase von 30 Minuten. Da dachte ich, jetzt hat es mich erwischt. Insofern war das ein Telefonat mit der Ärztin jetzt nicht so, dass es mich sehr schockiert hat. Ich hatte vorher schon entschieden, dass ich meine Quarantäne in unserem Haus in Niederböcking bei Starnberg mache, denn da hat der Hund zumindest im Garten Auslauf. Das heißt, ich war schon hier gewesen. Wir haben für ein paar wenige Tage uns Nahrungsmittel eingekauft. Ich, in der Frage vertraue ich voll den Aussagen der Politik und der Verwaltung, dass die Nahrungsmittelversorgung nicht gefährdet ist. Ich habe, glaube ich, jeden Tag 50, 80, 100 Mal versucht, das Gesundheitsamt zu erreichen, die Servicebüros, die Notfallnummern. Das war außerordentlich schwierig. Offensichtlich ist alles schon am allerersten Tag zusammengebrochen gewesen. Unsere Kommunikationsstrukturen sind also offensichtlich auf Normalität und nicht auf Krise ausgelegt. Ich hatte gestern zum ersten Mal Kontakt mit dem Gesundheitsamt und das nach 5 Tagen. Aber es hat ja auch nicht geschadet, denn ich bin hier in Quarantäne. Ich gefährde niemand
und mache im Grunde überwiegend meine Arbeit. Ich habe Pressemitteilungen rausgegeben, ich habe Anträge geschrieben, ich habe hunderte von Online-Anfragen beantwortet. Also mein Tag ist voll von morgens 7.30 Uhr bis abends um 10 Uhr. Ich sitze an meinem Schreibtisch, schaue in die Natur hinaus, beantworte x E-Mails, wahrscheinlich ein paar hundert am Tag mit den SMSen. Ich esse eine Kleinigkeit, aber nur das, was ich auch bisher schon gegessen habe. Ich nehme keine Medikamente, außer wenn das Kopfweh sehr stark ist. Denn das ist ja alles nur Symptombekämpfung. Wir haben ja keine Therapie gegen das Virus. Ich unterhalte mich ab und an mit meinem Partner, der seit heute Morgen weiß, dass er negativ getestet ist. Das heißt, wir sind im Grunde auf engerem Raum und müssen gucken, dass wir uns nicht zu nahe kommen. Das ist sehr ungewöhnlich. Das ist manchmal auch befremdlich, sage ich. Das Thema Social Distancing ist leicht gesagt. In Wirklichkeit würde man doch mal gerne einen zärtlichen Klaps geben. Und das ist natürlich, ja, das geht nicht. Man braucht im Grunde eine hohe Disziplin. Ja, ansonsten telefoniere ich viel, gehe auch die ganz normalen Themen durch, die jetzt meine Fraktion gerade abstimmt. Ich habe heute Morgen ein Thema zum Zustand der deutschen Automobilindustrie eingeschätzt und kommentiert. Das dauert dann immer mal anderthalb Stunden. Es ist ja eine nicht ganz leichte Arbeit, da qualifiziert zu kommentieren. So, also so verläuft mein Tag und es ist jetzt nicht so, dass ich beunruhigt bin. Wir haben jetzt auf dieser Welt und insbesondere in Deutschland wahrscheinlich fast 20 Jahre ungebrochen ein Fortschritt. Und selbst die Weltwirtschaftskrise 2007, 2008 hat ja unsere Gesellschaft bei weitem nicht so erschüttert wie andere Gesellschaften. Und das führt natürlich dazu, dass Menschen eigentlich gar nicht mehr diese Achtsamkeit haben für die Gesundheit, auch die Wertschätzung des eigenen Lebens, sondern vieles davon wird natürlich als gegeben hingenommen. Und so eine Krise ist sicherlich die Konfrontation nochmal mit einem komplett anderen Erleben, wo das organische Wachstum plötzlich abkippt, wo persönliche, familiäre Strukturen plötzlich abkippen, wo der eigene Arbeitsplatz plötzlich ausfällt, weil die Firma dicht macht. Das sind ja im Grunde Erlebnisse, die viele Menschen nicht mehr hatten seit 2002, 2003. Und das führt schon nochmal zu einer zumindest bei mir, zu einer Auseinandersetzung damit, was ist eigentlich wirklich wert und wichtig für mich als Mensch und was ist wert und wichtig für eine Gemeinschaft. Also das Thema der Solidarität für gemeinsame Themen und Herausforderungen und das Aufhören am anderen rumzunörgeln, das Aufhören immer nur das Haar in der Suppe des beim anderen zu finden, gilt übrigens genauso in der Politik zwischen den politischen Parteien, sich eigentlich nicht um Problemlösung zu kümmern, sondern eher um Recht haben. Das sind alles solche Themen, wo ich glaube, die möglicherweise, wenn wir als Gesellschaft nicht nach der Krise wieder zurückfallen in den alten Modus, was ja auch möglich ist, Gesellschaftskultur ist ja wie ein Wackelpudding, wenn man ihn nicht stabilisiert, fällt er in die alte Form zurück. Also insofern
ist das natürlich ein Stück Hoffnung, dass das passiert, aber keine Sicherheit. Wir funktionieren natürlich nicht im Krisenmodus, sonst hätte man heute nicht in Bayern die Ausgangssperre verhängen müssen. Die Tatsache, dass viele junge Menschen, überwiegend jüngere Menschen, aber auch ältere Menschen, sich in Dreck drum scheren, was die Gesundheitsbehörden sagen, macht im Grunde deutlich, dass bei vielen der Ernst der Lage noch gar nicht durchgedrungen ist. Ich habe jetzt Bilder gesehen von Lollipop-Tests, wo junge Menschen sozusagen Lollipops sich wechselnd in den Rachen stecken. Also das ist unglaublich, was da an Naivität, an Blauäugigkeit, was da in diesem Lande noch vorhanden ist. Das ist das eine. Und wo ich mich sehr freue, ist, dass wir in weiten Fällen, was das Thema Schutz von arbeitenden Menschen, aber auch Schutz von Wirtschaftsbetrieben betrifft, dass wir da relativ schnell gehandelt haben. Aber natürlich ist, und das ist meine allergrößte Sorge, dass unser Gesundheitssystem, wenn wir doch spät reagiert haben, dass unser Gesundheitssystem bei gleichen Infektionsgeschwindigkeiten wie in Italien in eine massive Überlastung kommt. Also das macht mir Sorge. Bis in die letzten Tage rein war das nicht ausreichend geregelt. Also sowohl der Schutz des Pflegepersonals selber in solchen Betreuungsdiensten, wie auch natürlich der Schutz des nächsten zu Betreuenden, ein solcher Pflegedienst, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter trifft ja einen Tag auf 10, 15, 20 Menschen. Ich glaube, was immer schon da war, das sind ja die Handschuhe und die Möglichkeit zu desinfizieren, aber natürlich das ganze Thema des Mundschutzes, der Atemmaske, das ist, wenn ich das so richtig sehe, noch nicht vorhanden. Die Bundesregierung hat ja da spät, aber hat gehandelt und hat im Grunde Produktionskapazitäten gekauft, sodass wir so schnell wie möglich die Produktion von Schutzkleidung hochfahren können. Das ist mit Sicherheit der einzig richtige Weg. Und natürlich ist es schön zu sehen, dass nachdem wir China geholfen haben, im Januar, Februar, dass China jetzt uns auch mit solcher Schutzbekleidung hilft. Das zeigt auch ein Stück internationale Solidarität in so einem Fall, aber die Produktionskapazitäten müssen da sein. Ein zweites Thema ist natürlich das Thema Impfstoff. Und da zeigt sich natürlich schon, dass Deutschland über die letzten zwei Jahrzehnte sehr viel an Biotechnologiekompetenz verloren hat. Und wir haben ja im Grunde nur zwei, drei größere Anbieter oder Forschungsunternehmen auf dem Gebiet der Coronaviren, während es auf der ganzen Welt wohl zwei Dutzend und mehr gibt. Und da muss jetzt natürlich, das wird mit Sicherheit eine Lektion sein, die Frage, sind wir von unserer Forschung her auf solche Gesundheitskrisen vorbereitet. Es geht ja nicht nur um das Thema künstliche Intelligenz, sondern es geht genauso um das Thema Biotechnologie. Und da hat sich Deutschland über die letzten zwei Jahrzehnte doch ein Stück seiner Forschungsspielbeine entledigt. In den USA wird schon getestet. Also das ist eine, wir sind da in der Frage der Umsetzung, sind wir ein Stückchen hinten dran. Das mag auch an den Prozessen liegen, in der Geschwindigkeit, bei der bei uns Tests ermöglicht werden. Und natürlich, so automatisch wird das nach der Krise nicht sein. Denn wir haben schon, ich selber habe ja als Lufthansa-Vorstand die SARS-Krise erlebt und als Telekom
Vorstand, ich glaube, es war die Schweinegrippe. Es gab schon damals Notfallpläne, es gab schon damals Hinweise darauf, was muss gemacht werden. Politik handelt nicht automatisch. Also es verändert mich nicht sehr. Ich arbeite viel, das habe ich auch vorher gemacht. Es ist nur, ich arbeite ein bisschen anders. Ich habe weniger persönlichen Kontakt. Ich telefoniere jetzt mehr, ich skype, ich habe Videokonferenzen. Ich habe mit Ihnen jetzt diese Aufnahme halt online. Vielleicht werden Sie sonst im großen Kamerateam zu mir angereist, wie auch immer. Aber es verändert mich. Ich lasse mich sowieso von Panik nicht anstecken. Ich bin ja sehr erfahren im Meistern von Krisen in meinen 40 Jahren Wirtschaft als Manager. Mich haut so schnell nichts um. Und ich bin eigentlich immer auch ein sehr grundoptimistischer Mensch. Ich bin vorsichtig, was Gefahr betrifft, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die Welt gut weitergeht. Die Panik bei so einer Krise führt ja zu irrationalen Handlungen. Sie führt dazu, dass man unvorbereitet in ein Krankenhaus reingeht. Panik führt dazu, dass man andere Leute irre macht. Panik führt dazu, dass man schlecht schlafen kann. Panik führt dazu, dass man beginnt, Medikamente zu schlucken, obwohl es keine nötig sind. Panik führt dazu, dass man Hamsterkäufe macht. All das sind irrationale Ausdrücke eines Panikverhaltens, was in der augenblicklichen Situation nicht angebracht ist. Also ich habe keinen, in dem Sinn keinen Beruf als Politiker, ich bin auch kein Berufspolitiker, ich bin eher ein Politikunternehmer und ob jetzt, ich glaube, der einzelne Abgeordnete ist nicht systemrelevant, aber ich glaube, dass die Funktionsfähigkeit des Parlaments systemrelevant ist. Das heißt im Grunde, in einem solchen Parlament müssen noch genügend, das muss im Grunde abstimmungsfähig sein und es muss, wenn eine Partei besonders betroffen ist von Krankheitsfällen, muss man im Pairing-Verfahren sicherstellen, dass das nicht zu ihren Lasten geht, sondern dass das durch das Verhalten der anderen ausgeglichen wird. Also die Funktionsfähigkeit des Parlaments ist das Systemkritische. Ich glaube schon, dass wir nach der Krise nochmal anschauen müssen, ob unsere föderalen Strukturen immer ausreichen in einem solchen Krisenfall. Also dass jetzt Bayern sozusagen die Ausgehverbote quasi eingeführt hat, als erstes, also ich hätte mir da schon mehr nationale Lösungen gewünscht und nicht sozusagen ein Nachkleckern der einzelnen Bundesländer. Krise muss man können. Also ich sage ja, das ist für mich, als jemand, der aus der Wirtschaft kommt, du musst im Grunde den Normalbetrieb managen können und du musst die Ausnahme in die Hand nehmen.